Alle versammeln sich auf der Bewegungsdiele. Denn 2016 wurde zum Murmelfittjahr bei den Gera-Sonnenblümchen. Das klingt manchem vielleicht nach geheimnisvoller Insiderschaft. Aber, Lisa? Durch Zufall haben wir eine Weiterbildung entdeckt und die hat uns so gut gefallen, da ging es um den Murmel hinter mir. Das hat uns als Kollegen so beeindruckt und so viel Spaß gemacht, dass wir gedacht haben, Mensch, das ist was, das können wir mitnehmen für die Kinder, da werden die viel Freude dran haben. Es ist ganz toll strukturiert, der Kalender vom Murmel, in 12 Themengebiete unterteilt, in Klettern, in Schwingen, in Schaukeln, Rollen, Rutschen, Tanzen, Singen, alles, was man so an bewegungstechnischen Sachen machen kann. Und das ist jeden Monat ein Bereich, den man macht und gemeinsam mit den Kindern bespricht man dann, worauf haben die Kinder Lust? Und so begleitet uns der Murmel jeden Monat mit einem neuen Thema durchs ganze Jahr hindurch. Drauf kommen muss man und dann machen. Eigentlich steckt ein landauf bekanntes, gern nachnutzbares Konzept dahinter. Eingefädelt vor 3 Jahren von Landessportbund Thüringen, Unfallkasse Thüringen und unter ministerieller Begleitung. Die machen gemeinsame Sache, um unsere Mädchen und Jungen auf Trab zu bringen. Möglichst an jedem Tag. Der Murmel hat uns so eine gute Vorlage gegeben, dass wir gedacht haben, Mensch, den müssen wir irgendwie hier im Kindergarten einbringen, dass man wirklich sieht, wir leben den Murmel, der ist da von früh bis zum Nachmittag. Man sieht auch durch die Wegweiser, dass die Eltern sich orientieren können, Mensch, was hat mein Kind jetzt in der Gruppe, welches Thema? Und die Kinder natürlich auch zeigen können, Mensch, Mutti, Vati, guckt mal, das machen wir gerade. Es gibt die Dielen, wo vorzugsweise gesprungen wird. Es gibt Dielen, wo das Werfen und Balancieren im Vordergrund steht. Und man findet den Murmel in jedem Gruppentrakt. Dort gibt es nochmal einen großen Kalender, dass die Kinder sich auch orientieren können. Was erlebe ich heute mit Murmel? Bewegung tut einfach nur gut. Und mehr hilft da viel. Sprich also, Murmelfit sollen sie sein. Nehmen wir zum Beispiel ein Murmelbild. Dazu haben sich unsere 2 Jungs einen Karton geholt mit einem weißen Papier und unsere Mädels haben die Farbe Blau und Grün dabei und machen ein paar Klecks in den Karton. Viele Murmeln in unterschiedlichen Farben und Größen symbolisieren unsere Kinder, denn genauso unterschiedlich wie jede Murmel ist, sind auch unsere Kinder und Erzieher. Und so bewegen sich die Kinder und Erzieher durch das ganze Jahr. Jeder gibt Impulse und alle bewegen sich unterschiedlich schnell in ihrem Tempo nach ihren Bedürfnissen. Dabei werden Ausdauer, Kraft, Koordination gemeinsam geschult. Das Wichtigste bei unserem Murmel ist, dass die Kinder Spaß und Freude an der Bewegung haben. Dürft auch mal die Murmeln anstupsen. Da wollen sich manche nicht bewegen. So begleitet uns der Murmel quer durchs Jahr bei Festen und Feiern. Oh, kräftig! Und dann ran mit Konsequenzen. Ja, für so ein Konzept, so eine Philosophie müssen alle erst einmal begeistert werden. Ob im Personal, unter den Eltern oder beim Träger der Kindereinrichtung. Die Kita-Leitung steht konsequent dahinter. Überraschung? Na, was kennt ihr denn? Wir haben ein Murmelbild gemacht. Auch Steffi, die stellvertretende Chefin, ist verzückt von der bunten Neueroberung. Ein wunderschönes Bild geworden. Und die Murmeln habt ihr hin und her bewegt? Und wie reagierten nun die Eltern auf die seit Jahren betriebene Profilierung als bewegungsfreundliche Kindertagesstätte? Die Eltern waren total begeistert davon. Wir haben nur gute Resümees bekommen. Die hatten total viel Spaß. Würden es total gern nochmal machen.
waren begeistert von den Spielen, die angeboten worden sind. Die Eltern haben sich auch getraut, alles mitzumachen. Die sind Bobbycar gefahren, sind über Hindernisse drüber geklettert. Die haben alles mit ausprobiert, was ihr Kind so im Alltag erlebt. Am Rande der alljährlichen Gera-Kita-Olympiade fragten wir den Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt nach den aktuellen Umbauten in und an der Sonnenblume. Das muss man immer wieder neu beweisen, dass wir auch diesen Titel verdienen. Deswegen haben wir die entsprechenden Aktionen auch vorgenommen. Aber es ist nicht nur neues Themenjahr, man hat auch beispielsweise in der Kita dafür gesorgt, dass die Dekoration so aussieht, ein bisschen was umgebaut, neu dekoriert. Das war doch ziemlich aufwendig, oder? Ja, der Titel als solcher ist sicherlich sehr schön und die sportlichen Aktivitäten untermauern das. Das Ganze müssen wir aber auch noch mal ein bisschen optisch unterstützen. Das war ein Doppelzweck, das muss ich schon zugeben. Die Eingangsbereiche waren so schön nicht mehr und da passte das natürlich ganz gut. Und dann haben wir halt beide Eingangsbereiche mal entsprechend umgestaltet. Sicherlich mit einem nicht unerheblichen Finanzaufwand, aber das gehört einfach dazu. Aber gehen wir nun doch kalendarisch durch dieses Murmelfit-Kalenderjahr. Unverkennbar, es ist Winter. Wenngleich in Gera Anfang 2016 eigentlich nur für einen Tag. Aber den haben die Sonnenblumenkinder und ihre Betreuer so richtig ausgekostet. Blitzeisschnell hatten sie ein Beschäftigungskonzept zusammengestellt. Und nicht nur mit Schneemann bauen und Schneeballschlacht, na aber auch. Komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Hier steh ich, schieß dich doch mal die Augen. Ja, los, alle auf die Anna. Simon, fang. Lieber, voll in die Schüssel. Ui, voll rein in die Schüssel. Ein bisschen höher werfen, ne? Ja, da war wieder die genauere Beobachtung und Anleitung der Sonnenblumenkinder. Was im ersten Moment nur wie wildes Rennen unter dem natürlichen Bewegungsdrang anmuten mag, ist kurz darauf gleich wieder Übung von Präzision und Koordination, wie unbemerkt im Nebenbei. Ramona hatte nicht nur die Sommersportübungsgeräte neuen Zwecken gewidmet, für schleichende Füchse, hüpfende Schneehäschen oder springende junge Rehe. Nein, sie hatte als Überraschung sogar ein paar alte Hochzeitsskier ausgepackt. Wer möchte jetzt immer von den Kindern Skier fahren? Und selbst Spaß dabei. Hier einer vorne. Komm mit rein. So. Na dann. Hauptsache, ihr fallt nicht um. Rechtes Bein hoch und schieben. Und jetzt links. 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 Rechts. Rechts ist da wo? Rechts. Naja, wird noch. Das rechte Bein. Ganz langsam. Die Probe gesunden Geschicks gereicht alle Male zum Gaudi. Der nächste Fuß. Vorwärts. Super. Ganz toll. Himmlisch so ein Flockenspiel, dachten sich wohl die Schneeengel und manch Mäuschen machte die ziemlich erste Bekanntschaft mit Schneemassen in Maßen. Den kleinsten wirbelten die Flöckchen beim Spaziergang auf dem Schlitten oder im Wagen um die Nasen. Also, Winter ist für Kinder eben doch eine schöne Jahreszeit. Im Frühjahr wurde die Platte, Entschuldigung, das Wohngebiet, wieder zum Sportplatz, zur Arena gemacht. Da wir ja bewegungsfreundliche Kita sind, wollen natürlich die Kinder ganz viel Bewegung haben am Tag. Und wo ist es schöner als in der freien Natur? Man kann ganz viel damit verbinden. Das sind Tulpen. Frühlingszeit, schöne
Zeit. Komm in unseren Garten, die bunten Blumen warten. Frühlingszeit, schönste Zeit. Die mathematischen Bereiche wollte ich mit ansprechen und mit, dass die Kinder in der Bewegung in der Lage sind, auch gleichzeitig zu zählen und ganz viel über die Mengen kennenzulernen. Die Kinder konnten die Stufen zählen. Ja, da kommen ja ganz viele verschiedene Zahlen raus. Da passt auch. Wir schicken nochmal den Chesen hoch. Du darfst nochmal hochgehen. Und er zählt jetzt mal laut. 5, 6, 7. Die Kinder machen das sehr gerne. Man gibt ihnen natürlich ein Ziel vor, was man erreichen möchte, dass die Kinder auch wissen, was wollen wir heute durchführen, wo wollen wir heute hingehen, was haben wir ganz Besonderes vor. Und dann natürlich werden dann kleine Überraschungen mit eingebaut. Und darüber freuen sich dann die Kinder natürlich noch mehr. Auf die Plätze, fertig, los! In der heutigen Tour waren das locker mehr als ein Dutzend Stationen und Gelegenheiten zum Toben, Probieren oder Verschnaufen. Wir haben die Rolle seitwärts den Hang hinunter. Wir haben das Krabbeln geübt. Gleichzeitig die Ameisen beobachtet. Oder wir haben balanciert mit Stöcken über eine gewisse Strecke. Prima, die Alia macht das ganz gut. Oh, ihr habt ja tolle Ideen entwickelt. Sehr schön. Linia, super. Freilich müssen die Eltern der Sonnenblümchen nun gewahr sein, dass man zum Spielen und Toben eben kein Festkleid anzieht und es vielleicht auch mal einen Grasfleck an den Klamotten geben könnte. Aber was ist das denn gegen Gaudi, den die Jungen und Mädchen dabei haben? Wir führen ja einmal pro Monat immer den Sportspaziergang durch. Unter anderem auch Wandertage, wo wir dann Picknick machen. Und sowas kommt eben bei den Kindern ganz besonders gut an. Da muss man keinen Wald haben, wo man weit wegläuft oder wie auch immer Eintritt bezahlt oder was. Sie können einfach nur vor die Tür gehen und dann gibt es unzählige von Spielplätzen auch, Wiese, Wege, wo die Kinder sich da austoben können und sich da verwirklichen können. Wir tanzen in dem grünen Gras und tanzen lustig. Wo soll es sonst passen? Wir tanzen in dem grünen Gras, wenn wir das nicht richtig auf der Wiese dann auch durchführen können. Belohnt werden die Mädchen und Jungen dieses Mal sogar mit einer Urkunde. Und zurück in der Kita sind sie immer noch gerade rechtzeitig zum Mittagessen. Vielleicht geschafft genug für ein Mittagsschläfchen. Sonst hätten wir wohl kaum Zeit gefunden für unser Interview. Übrigens, Bewegung macht schlau, meint Martina Lehnert. Ja, die Wahrnehmung wird angesprochen. Dann haben wir ja auch heute so die Phase der Ruhe gehabt, der Stille, wo die Kinder mal ein bisschen runterkommen. Das ist auch sehr wichtig, dass sie nicht nur Bewegung haben. Und dann können sie einfach mal lauschen. Das fehlt einigen Kindern, dass sie da mal herangeführt werden, auch an die Ruhe. Und wie schön die Vögel zwitschern, man hört es ja jetzt auch gerade. Im Frühling, das ist ja wunderschön, das so zu erleben. Ich bin sicher, Ihnen fällt immer wieder was Neues ein, oder? Ja. Reinspaziert. Herzlich willkommen im Zirkus heute. Jetzt kommt die Sonne raus. Juhu! Der Sommer bringt natürlich ein großes, fröhliches Fest. Eigentlich mehrere, monatlich. Zum Beispiel das Zirkusfest. Und Petrus war verzaubert und ließ in einer Periode von nassen Tagen den Nachmittag frei von Regen und Wolken. Das ist ganz, ganz klasse, weil sonst könnten wir unsere schöne Vorstellung gar nicht den Eltern zeigen. Immer noch bedeutet Zirkus den Kindern etwas Besonderes und Exotik pur. Gute Laune und Bewährungsproben, nein, Premieren
für Einstudiertes und Gelerntes. Seien es mit ihnen neu inszeniert, bekannte Bewegungslieder, die vielleicht schon über die Jahres- und Gruppengrenzen hinweg als Mitmacherfolge bekannt sind. Aber üben macht Meister. Mut, Geschick und Konzentrationsbereitschaft. Vielseitige Vorbereitungsphasen über Wochen oder gar Monate, das schätzt man in Lusan. Und so versteht sich nun zum Tag der Tage jeder Spaß an der bewegungsfreudigen, kostümbunten und fantasievollen Umsetzung. Lassen Sie sich für einige Momente in die Welt der begeisterungsfähigen Kinder entführen. Ob von tierischem Spaß, zauberhaftem Hokuspokus, komischer Clownerie oder ohne. Direktrice Stefanie, alias Bewegungsmuffel Konrad vom Kitasportfest im Vorjahr und Clownin Fridolin mit den Scherzen als Pausenbrücken hatten da wohl selbst riesige Freude an dem runden Dutzend Zirkusnummern mit den Schäfchen, der langen Kinderschlange. Eine lange Kinderschlange geht im Kreis herum. Mit den kleinen Ponys. Nicht nur mit Pferdeschwanz. Mit den Löwenkindern. Der alternativen Tierparade. Dem Pinguin-Cha-Cha. Schneewittchens Zwergentanz. Die Musik klingt so wunderschön aus jenem kleinen Haus. Denn dort, wo sonst nur Zwerge waren, schaut nun Schneewittchen raus. Mit dem Tanz um den Zylinderhut. Und mit den Hula-Hoop-Girls. Auch bei den Großen musste der Kostümfundus, sprich Kleiderschrank, zur mehr oder weniger kompletten Verkleidung herhalten. Denn was wäre so eine Welt voller Träume ohne Mitmachen aller? Versteht sich, dass die großen Sonnenblumen noch für viele weitere Überraschungen zum Kindertag in ihrer Kita gesorgt haben. Schließlich war es ja auch so etwas wie der ziemlich letzte gemeinsame Auftritt, der fröhliche Abschied in großer Runde von den künftigen Schulkindern. Und Zirkus ist eine große, andere, tolle Welt. Ich habe die Pyramide gemacht mit Marlon. Dann ist der Angel auf uns drauf gestiegen und dann stand es. Ich bin durch den Reifen gesprungen mit Ian und mit der Laura. Dann hat Ian den zweiten Reifen festgehalten und dann sind wir bei, dann bin ich durchgesprungen, dann wieder Stella. War das schwierig? Nö. Das war einfach. Also ich habe gezaubert. Eigentlich war der Zauberkasten von mir zu Hause und ich habe sonst schon immer geübt, jeden Tag. Ich habe mit den Tellern trainiert. Darf man das? Sind die runtergefallen? Nein. Aber Hula Hoop ist doch anstrengend. Nein. Hast du das immer schon gekonnt? Ja. Die übt das immer, ja. Wie viele Reifen schaffst du denn? Fünf. Fünf Reifen? Auf einmal? Mhm. Was hat dir noch gefallen beim Zirkusfest? Die Löwen, weil die immer durch den Feuerreifen gesprungen sind. War das richtiges Feuer? Nein. Sondern?
nur einen Reifen. Besonders beliebt waren wieder einmal die Ritter auf echten Pferden und die Hüpfburg. Aber auch das neuere Slackline-Balancieren und traditionelles Sackhüpfen. Und dann das sommerliche Neptunfest zur Ferienzeit. Wasser, Wasser, Wasser an den rechten Stellen und erlebt ohne Scheu, aber mit freudiger Selbsterfahrung. Wasser erfühlen und sehen, was man damit machen kann, das war ein Gedanke zum bunten Treiben im grünen Kita-Garten. Hier, wo der Wald aus Schwämmen bestand und Luftballons auf der Leine zu wachsen scheinen. Mal nicht zum Gießen, die Kanne diente dem Neptun eher zum Nachladen, zum Auffüllen der Reserven für das Spritzen mit den Wasserkanonen und Wasserpistolen. Sie träumen von einer Dusche und das Garten. Die Fische brauchen Wasser. Der Schreck, vom Wasserspritzer getroffen worden zu sein, lässt doch schnell nach. Aber Respekt. Sicher lernt man auch bald und leicht, dass Fische eigentlich keine Trockenschwimmer sind. Zu Dekozwecken auf dem Staffelboden aber erlaubt. Irgendwann werden sie bestimmt ihr Seepferdchen machen. Und jetzt wissen sie, sich so frei zu bewegen, hat nichts von Schmuddelei, sondern ist ein Wohlgefühl. Das haben andere schon besungen und sollte an diesem Festtag zum Spaßmotto werden. Naja, und vom Spaß kann man ja auch nicht wirklich genug kriegen. Dann wird es auch schon wieder Herbst. Für einige ein Anfang, ein Neubeginn, Schulanfang zum Beispiel. Für viele Erntezeit, Zwischenbilanz. Und um ihn, Geras Wappenlöwen aus Plüsch, geht es alle 2 Jahre im launigen Wettstreit der Kindertagesstätten. Bei den Löwenspielen, 2016 in der 10. Auflage, organisiert und ausgetragen von der Gera Sportjugend und deren Helfern. Klar doch, dass die Sonnenblumen beim quasi Heimspiel in einer Sporthalle ihres Stadtteils auch ein gewaltiges Rudel stellen. 4 Teams, signalisiert Ines Wagenbreth, da der Wettkampfleitung. Das bedeutete einen regelrechten Löwenanteil in diesem Starterfeld. Ob das vielleicht auch mit dem erstmaligen Gewinn des männigen Plüschis belohnt wird? Ramona strahlt schon vor dem ersten Start. Das Mitfiebern mit den Jungen und Mädchen oder unermüdliches Anspornen, das kennen wir ja bereits. Aber Frau hilft sich auch gruppenübergreifend, um möglichst viele Kinder an diesem Tag an den Wettbewerben teilhaben zu lassen. Und bei allen Wechseln im Zwischenklassement über diese 2 Stunden voller Spannung wird doch schnell deutlich, wer den Löwen will, muss erstmal an den Sonnenblumen vorbeikommen. Die wirken geübt, frisch und motiviert, punkten mit Ausdauer, Geschick und Spritzigkeit, sprich Körperbeherrschung und Fitness. Da schaut ein Sportreporter zwischendurch schon mal neugierig aufs Tableau und findet bestätigt, 2 der 7 Wettbewerbe zu gewinnen, das gelingt an diesem Oktobertag nur einer Mannschaft, die sich auch sonst noch als recht ausgeglichen in der Breite beweist. Also blicken wir auf die Siegerehrung, fast schon triumphal zu genießen. Ein geteilter 3. Platz geht an Sonnenblume 3, die neue Gruppe von Ines. Den 2. Rang belegt Sonnenblume 4. Erstmal ordnen, wer diesmal dazugehört. Und dieses Team wurde nur noch überboten von Sonnenblume 1. Das wohl unter Ramonas teilnahmevoller Anleitung fast schon gar nicht anders konnte, als zu siegen. Aber die Freude über den erstmaligen Gewinn des Löwen ist wirklich riesengroß. Man kann das den Lusanern gönnen. Ein Mehrfachsieg zum Lohne für viel alltägliche Bewegung? Vielleicht. Ja, teilweise. Denn der Löwe scheint uns wie eine weitere Trophäe für ein Konzept, das langfristig, mit Engagement und Spaß, ideenreich wie zielstrebig, mit Konsequenz verwirklicht wird.
wohl wieder ein Pluspünktchen für die nächste Verteidigung des Thüringer Prädikats als bewegungsfreundliche Kindertagesstätte.